Blockadebrecher. Es ist uns gelungen, zuerst die Wikinger und dann die Mayas zurückzuschlagen. Aber was hat uns dieser mutige Kampf gebracht? Beide Völker haben sich nun in der Hoffnung zusammengetan, mit vereinten Kräften das zu schaffen, was jedem für sich verwehrt geblieben war. Nach zwei glorreichen Siegen sind unsere Soldaten stärker und erfahrener. Doch der Sieg kann dieses Mal nur unser sein, wenn wir unsere Schritte mit Bedacht planen und Fortuna uns wohlgesonnen ist. Die Wölfin ist rasend vor Zorn. Den Priestern zufolge findet sie noch immer keine Ruhe. Sie ist abgemagert und gebärdet sich wie eine räudige Hündin. Unsere Auguren können in diesen Träumen nur böse Omen erkennen. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Siedler 4. Ja, es ist jetzt ein Zeitl her. Ich hatte eine kleine Pause. Ich mache mir hier Play. Gottes Willen, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wir haben zwei Holzfällerhütten. Radius. So, du kommst hierher. Genau, als erstes Mal brauchen wir noch, was ist das? Ein Forsthaus. Können wir das hier hinklatschen eigentlich? Könnten wir sagen, der soll hier pflanzen. Genau. Der hat hier sein Zeug. Da haben wir auch einen Stein mit. Ich muss hier erstmal kurz regeln. Wir haben da, glaube ich, genug Zeit, um zu quatschen. So. Irgendwo hin. Warum wissen, wo ein Berg ist. So, also ja, es ist ein Zeitalter her, die letzte Folge. Es ist ein bisschen was dazwischen gekommen, ein paar andere Spiele, etc. etc. Meine Zeit ist ein bisschen liegen geblieben. Da haben wir auch den ersten Berg, das ist schon mal sehr gut. Nein, 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 geht schon da lang. Obwohl, nee, da lang. Und da ist Siedler einfach auf der Seite links liegen geblieben, leider. Aber ich habe jetzt wieder ein bisschen vom wieder Siedler zu machen, zumindest eine Mission. Mehr kann ich jetzt nicht versprechen. Ich mag jetzt da nicht versprechen, dass ich jetzt raushau wie Kacke, aber kann ich leider nicht versprechen. Vor allem, weil demnächst auch Anno kommt und ich glaube, da wird Anno sogar Vorrang haben. Bei der, also Anno kommt, Anno ist schon draußen, Anno 1800, aber der Koop-Modus von Anno 1800 kommt und das will der Skull und ich spielen und ich werde es wahrscheinlich streamen. Streamen? Oh, da ein schöner Berg. Oh ja, den Berg brauchen wir. War da irgendwas? Ah ne, gut. Sumpf. Sumpfe. Die anderen Soldaten sollen sich den Berg mal anschauen hier. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig, wie das ging. Menschen. Ein Geologen. Nein, nein, geht's da lang. Habe ich jetzt einen Geologen oder? Ah ja, da. Nee. Hallo? Ah ja, da. Der soll sich den Kras hier mal anschauen. Hier nach oben könnte man ja auch, ne? Weil hier gehe ich jetzt eher nach unten. Weil nach oben wäre auch riesen Platz. Weil nach unten ist halt die Wahrscheinlichkeit geringer, dass das halt Gegner sind. Ich glaube eher, dass die hier oben irgendwo gammeln.
Deswegen werde ich lieber nach unten unsere Minen bauen. Werden die ein bisschen geschützter. Was ist denn das? Ist da Strand? Ach guck, da ist gleich das Meer. Ja. Also von hier unten kann wirklich niemand kommen. Der Berg, der wäre dann schön, weil hier ist auch noch... Also hier geht es nicht weiter. Das ist gut, das ist sehr gut. Wenn da alles wäre, dann wäre das optimal, denke ich. Ein Geologe hat Kohle gefunden, das ist wichtig. Ist leider nicht viel Kohle. Ja, das soll da mal machen. Die da? Oh, der Berg scheint sehr schön. Ja, ich glaube, ich werde da eher... Wobei, aber das geht nach oben. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zuerst bauen soll. Eigentlich geht es nur darauf, Waffen zu produzieren. Das heißt... Ich brauche jetzt erstmal eine Schmiede. Also eigentlich brauche ich erstmal... Die können mal zurückkommen. Oh ja, hier ist meine Kohle. Das ist safe. Die Kohle gefällt mir. Da baue ich gleich einen Turm hin. So. Gleich Priorität setzen. Geht los. Hallo? Arbeiter? Ach so. Da haben wir... Hä? Da sind doch haufenweise... Was ist denn mit denen? 48 nichts tun. Hallo? Nee, 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 nee. Ne, da arbeiten schon ein paar. Ah ja, jetzt haben sie sich gegönnt. Okay, passt. Ah, jetzt. Irgendwie war das gerade entweder verbuggt oder... Weiß ich nicht. Ja gut, das schaffen die erstmal. Die können wieder hochkommen. Erstmal dahin. Was braucht eine Kohle, warte? Jetzt noch Schmieden. Bergleute benötigen eine Spitzhacke. Ja, aber irgendwie, ich glaube, die haben Brot benötigt, ne? Ach, das habe ich, glaube ich, dort gesehen, ne? Brot war. Hier ist eine Schafzucht. Getreidefarm. Das ist eine Bäckerei. Ne, das ist Metzgerei. Bescheuert da, Bäckerei. Bäckerei. Kohle und Steinminen. Dann brauchen wir ganz viel Brot. Das heißt, eigentlich könnte man direkt eine Getreidefarm bauen. Die klatschen wir hierher. So. Nach der Getreidefarm braucht man Getreide, braucht man eine Mühle. Fett sein muss, aber dann Getreide. Benötigt eine Sense, okay, das ist okay. Klatsche, glaube ich, hierher. Da muss ich das doch mal leicht umsetzen. So.
Und dann brauchen wir... Mühle und den Bäcker für das Wasser und Mehl gebacken. So sehen wir ja. Ich denke, dass das ein Fluss ist, gebaut werden muss. Das wäre hier eigentlich optimal. Ja, hier mal schön. Das ist schon in unserem Bereich. Da brauchen wir nicht dann großartig warten. Was? Ist es so klein? Ehrlich? Och komm. Das ist jetzt ärgerlich. Sehr ärgerlich. Nee, das mache ich mit Pionieren. Den Rest mache ich da schnell mit Pioniere. Pioniere. 5. Bam. Warum genau die? Ist nur noch unsere Träger. So. Bei Brot brauchen wir dann safe. Haben wir jetzt den Bäcker gebaut? Nee, wir haben jetzt Wasser gebaut, ne? Dann Bäcker. Den darf ich aber auch hier in die Nähe klatschen. Von Wasser. Hier ist dann... Hier wäre es nicht schlecht, aber eher so nah wie möglich. Bisschen Blattspannender. Hier. So, Leute, jetzt fängt's mal an. Jetzt brauchen wir ganz viele von denen. Und Träger brauchen wir nochmal 5. So. Dann muss es jetzt richtig losgehen hier. Genau, ihr bleibt mal da stehen. Was will denn der Einzelne da hinten immer? Die Soldaten können mal hier ins Schwarze gehen. Also, genau, jetzt mal wegen vorhin, die Siedler 4, das kam jetzt lange nicht mehr, leider. Hatte ich aber keine andere Möglichkeit, weil ich einfach nicht so viel Zeit hatte und ich Forest machen wollte mit Max, mit dem Skull zumindest, mit dann Han Showdown wollte ich spielen, dann Spec Ops habe ich zu Ende gemacht. Dann habe ich jetzt im Hinterkopf Shadow of the Tomb Raider habe ich im Hinterkopf und eben Anno 1800 Koop und dann noch ein Projekt. Mit dem Skull wieder zusammen. Ich weiß noch nicht, wann es kommt, deswegen sage ich es jetzt noch nicht. Weil es kann auch schon sein, dass es vielleicht das erste Video von dem Projekt schon vor diesem Video draußen ist. Aber ich weiß es noch nicht. Deswegen sage ich jetzt lieber nichts. Aber ich dachte mir einfach mal an, Siedler muss einfach mal wieder sein. Weil ich habe eine Mission gemacht gehabt. Und dann war ich so fixiert, das weiterzuspielen, aber es kam nie was. Es tut mir auch furchtbar leid an die, die es erwartet hatten. Was ist jetzt eigentlich mal mit meinen Pionieren? Sind da jetzt welche irgendwo? Ach da, oder? Pioniere. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, genau. Alle können dort buddeln. Krass, dass der schon fertig ist. So, warte, ich muss das da schnell... Das ist ein bisschen blöd. So. Vielleicht hier so. Genau. Da könnte ich eigentlich auch direkt so... Holz brauche ich in Unmengen, glaube ich. Deswegen baue ich da nochmal ein Forsthaus hin. So. Ach, Kohle und so habe ich ja schon, ne?
Aber das ist jetzt wichtig. Aber was auch wichtig ist, ist eigentlich erst die Werkzeug. Deswegen Eisen ist auch wichtig. Wo ist eigentlich mein... Ach, da ist wieder Kohle. Boah, Mann. Kannst du irgendwie dich erstmal darauf konzentrieren vielleicht? Ich meine, schön und gut, aber... Eine Kohle. Jetzt schon wieder. Gehen sie echt schnell. Ich weiß, dass hier ein guter Ort für... Wo ist denn der jetzt? Ach, da hinten läuft er. Ich brauche aber Eisen. Hier wäre Eisen jetzt optimal. Optional. So. Finde Eisen, komm schon. Was ist gerade auf? Ich habe gar kein Sägewerk, oder? Das hätte jetzt voll in die Hose gehen können. Das hätte jetzt in die Hose gehen können. Schon wieder Kohle. Ich meine, schön gut Kohle, aber... Ich brauche Eisen. Kann ich jetzt wieder... Achso, ich drücke die ganze Zeit W, weil ich da meine Hand drauf habe. Jetzt. Ja, genau. Geologen. Ah, der da, okay. Warum werden immer genau die abgezogen, die gerade am Arbeiten sind? Aber Brot habe ich schon mal. Also für die Kohlemine habe ich schon mal Nahrung. Also der hört dann nicht auf zu arbeiten. Denke ich. Ich meine, Holz habe ich jetzt auch. Zwei Holzfällerhütten, ein Sägewerk. Gut, ich bräuchte vielleicht ein zweites Sägewerk dann. Das weiß ich noch nicht. Aber wie gesagt, ich bräuchte eigentlich auch erstmal Kohle. Kohle sage ich jetzt schon wieder. Die da können schon mal hier anfangen. Weil vielleicht ist da hinten Eisen. Hier ist wieder nur Kohle. Kohle, 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 Kohle. Wieder nur ein Soldat. Scheiße. Ach da, haben. Der soll ich hier mal gucken. Ich lege jetzt mal ein bisschen auf die Seite. Weil da ist anscheinend kein Eisen. Gut, da wäre vielleicht Eisen gewesen. Das wäre auch nicht so schlimm, wenn ich hier so einen Turm und Turm. Soll er vielleicht doch da hinten suchen. Ich dachte, wenn es jetzt hier gewesen wäre, wäre natürlich praktisch gewesen. Ist jetzt aber nicht der Fall. Soll wieder hierher gehen. Ich habe mehr davon. Und der soll hier suchen.
Gut. Brot, Hammer, Kohle. Hammer. Also Kohle wird hergestellt. Jetzt brauche ich nur noch Eisen. Weil dann brauche ich eigentlich nur noch die Eisenschmelze. Ja, eigentlich brauche ich erstmal... Ja, genau. Eisenerzmine, die brauche ich. Und dann brauche ich dann erstmal eine... Ob ich erstmal eine Werkzeugschmiede mache. Also Äxte habe ich ja wirklich zu genügende. Soll ich gleich mal noch eine Fischershütte bauen? Weil hätte ich Fisch für die Goldmine später auch. Schon mal. Eisen. Jawohl, das gehört schon uns. Baut schneller ab. Geh mal lieber nach da oben. Gerade wo du warst. Ja, kann ich hier ranzoomen. Komm, jetzt noch Eisen. Ja! Leute! Da oben. Hier. Ja, du kannst da bleiben. Ja. Ja, da baue ich jetzt eine Eisen hin. Das ist einfach ultra wichtig. Bäm. So. Boah, da wäre nochmal Kohle ohne Ende. Kohle. Wäre jetzt die Überlegung... Eisen, Kohle, Gold und daneben die Schmieden hin. Oder die Schmelzen hin. Das kann ich euch zwei mal dahin bringen. Die anderen sollen da oben weitermachen. Entschuldigung. Ja, da war bald kein Stein mehr. Das ist richtig kacke. Und was benötigt eigentlich Eisen? Benötigt eine Spitzhacke, klar. Spitzhacken, haben wir Spitzhacken noch? Ja, ganz viele. War das Fleisch? Gold? Stein ist auch wichtig. Stein wäre gar nicht mehr so blöd. Könnt ihr bitte mal hier machen? Hierher, also hier. Jetzt pass auf. Wobei ich glaube ich hier einen Turm hinmachen würde lieber. Weil es einfach so wichtig ist. Vielleicht sogar einen großen Turm. Großen Turm mit Ende der Geschichte. Aber genau, Essen brauche ich jetzt. Und zwar Goldminen. Jagdhütte. Bogen. Metzgerei. Also Metzger, die benötigen also Fleisch. Die Eisenminen. Wasser und Getreide. Jo. Baue ich dahin? Eine Schafzucht? Mhm.
Ja, das hält sich relativ simpel. Das kann ich dann hierher klatschen. Denke ich. Gut, die Angelstation wollte ich jetzt eigentlich auch hier irgendwo hinhauen. Eigentlich wollte ich die Angelstation hier hinhauen. Das war jetzt ein bisschen suboptimal. Ja, gut, ist jetzt nicht so tragisch. Ah, das ist schon mal geil. So. Dann baue ich hier. Wie gehen die Arbeiter aus, oder? Wie höre ich denn noch? Na gut, es geht vielleicht sogar noch. Nee, ich brauche Arbeiter. Aber das braucht viel, ne? Stein. Das ist Stein, oder? Das ist Gold. Was, da kann ich hier eine Stein und hier eine Gold machen? Ich bin schon wieder bei einer halben Stunde. Ich fasse es einfach nicht. Noch nichts gemacht. Gefühlt. Alter, hier, da kann ich ja... Was ist das? Schwefel. Aber hier kann ich nie... Also wirklich, das ist... Kohleminen ohne Ende hinklatschen, aber das war eine gute Stelle, also nicht schlecht. Aber traurig, in einer halben Stunde habe ich noch nicht eine Schmelze, Eisenschmelze. Ich glaube, da brauche ich erstmal einen Lagerplatz. Die baue ich dann, ich glaube, hierher. Dahin und da tue ich dann zum Besetzen eines Gebäudes steht. Was denn? Was habe ich denn gebaut? Dem fehlt einer, oder? Da ist keine Flagge drauf. Ah. Ich habe doch 20 Leute. Sicher. Na, dann da auch nicht, ne? Ja, ich brauche jetzt erstmal ein großes Gebäude. Ganz groß. Ja, das wird wohl oder übel dorthin stellen müssen. Ja, habe ich dahin alles schon eng beieinander. Oberste Priorität. Da ist jetzt einer drin, genau, den habe ich abgezogen. Und jetzt steht dem kein zur Verfügung, glaube ich, oder? Oder geht jetzt eine hin? Ach gut, habe ich Bolzen. Wohnhaus mit 50 Leuten. Dem Steinmetz geht's Zeug aus. Gut, da oben wäre noch was. Aber hier Hammer. Das ist Hammer. Oh, Stein. Stein. Die Materialien sind eigentlich so wichtig. Das ist mitunter das Wichtigste, weil dann kannst du bauen ohne Ende und das wird einfach gebaut und da hast du keine Wartezeiten. Deswegen ist das Schwefel. Wo ist die Steinmine? Ach da. Was benötigt der? Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Goldminen, Eisen-Schwefelminen, Kohle-Steinminen, Bäckerei, Kohle-Steinminen.
Da hau ich rein. Eisenerz und das. Und dann baue ich daneben eine Eisenschmelze. Genau so. Das hat sie ja schon alles da, oder? So, die ersten 30 Minuten sind aber schon um. Damit darf ich mich für die erste Folge direkt verabschieden. Boah, ja. Kommt überhaupt nicht vor wie 30 Minuten hier. Aber es ist so. Zweite Mal gespeichert, 15 Minuten und 15 Minuten, das heißt 30 Minuten insgesamt. Läuft ja nicht schlecht. Das wird gebaut, dann haben wir wieder Arbeit da, bleibt nichts leer stehen. Stein haben wir hier. Gut, der wird jetzt langsam aufgeben, glaube ich. Der war aber fleißig. Holy Mist. Und da haben wir eine Steinmine. Da klatschen wir eine Steinmine hin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge von Die Siedler 4. Römer Teil 3, glaube ich. Ciao.